Fraktion. Ja, Frau Stadtpräsidentin, meine Damen und Herren, ich habe gerade mal so nachgedacht. Ich bin jetzt fast 22 Jahre in der Ratsversammlung und da hat man schon eine ganze Menge erlebt und man erinnert sich auch an einiges, an viel Gutes, aber auch an einige Sachen, wo man sagt, ich habe am Anfang gedacht, das ist eine Ratsversammlung oder eine Haushaltsdebatte, wo sehr viel Positives dabei ist, als ich die ersten Redebeiträge gehört habe. Aber je weiter sie voranschritt, desto mieser wurde meine Stimme. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt, das nochmal, liebe Susanne, wir sind in vielen Sachen einig, aber wenn ich ständig diese dänische Brille aufgesetzt bekomme und sage, wie toll alles ist, und ich weiß, wo anderes nicht ist, dann finde ich es irgendwo ein bisschen schade. Und wenn gerade so dieses Bahnhofsprojekt gelobt wurde, ich möchte kein Stuttgart 21 als Flensburg 21 hier wiederbekommen. Ich denke, da gehen wir Fantasien hinterher, die überhaupt eine Finanzierung durch die Bahn, eher glaube ich an den Weihnachtsmann. Aber da gibt es noch weiter. Am schlimmsten war dann die Rede der letzten Fraktion. So viel Verbitterung habe ich selten erlebt. Tut mir leid. Aber es ist auch kein Wunder, kann ja sagen, als Tiger gestartet, als Bettvoll landen sie nicht mehr. Denn sie zerledern sich selber, es werden ja immer weniger. Wenn die Leute wirklich aus Frust über eigene Beiträge in der Fraktion rausgehen, ja, dann ist es nicht anders. Aber ich möchte jetzt nicht so negativ weiterdenken. Ich möchte nochmal zurückkommen zu dem, was ich eigentlich positiv fand. Wir haben in diesem Haushalt endlich vieles eingestellt, worauf ich mich wirklich freue. Schulneubauten, hatte Henning Brüggemann vorhin gesagt. Wir haben vor Jahren, da war ich übrigens nicht in der Ratsversammlung, den Fehler gemacht, dass wir die Sanierung der Schulen vernachlässigt haben, aus Spargründen. Hat sich jetzt gezeigt, dass wir draufzahlen müssen. Gut, wir haben es eingesehen, wir machen es. Positiver Punkt. Zweiter positiver Punkt, Kita-Offensive. Ich denke mal, hier können wir etwas erreichen, wo in 20 Jahren vielleicht die Leute sagen, Leute, ihr habt voraussehend gehandelt. Das ist etwas gewesen, was für die Stadt positiv ist und nicht wie vieles anderes, was negativ gewesen ist. Wir freuen uns drauf. Nächste, was da ist, IT-Ausbau an den Schulen. Auch das ist ein Punkt, wo wir viel, viel noch zu tun haben, wo auch viel Geld erforderlich ist. Und ich hoffe, auch da kriegen wir die Wirtschaft mit ins Boot, denn die profitieren im Endeffekt davon. Also lasst uns da vorangehen. Letzter Punkt, den ich noch sagen möchte, ist der Sport. Der Sport war wirklich stiefmütterlich behandelt worden bei uns. Wir haben es jetzt geschafft, durch die Sportentwicklungsplanung das Ganze voranzubringen, dass wir Projekte in Angriff nehmen, wo ich also längst nicht dran geglaubt hatte, nachdem man früher so zu kämpfen hatte in den Fraktionen als sportpolitischer Sprecher. Es waren viele andere Bereiche, aber jetzt haben wir es geschafft. Wir haben ein Ziel. Und wenn, Susanne, du vorhin gesagt hattest, dass man auch an die dänischen Vereine denken soll dabei, das tun wir. Wir haben die dänischen Vereine mit eingebunden, nur die Mitarbeit war nicht ganz so, wie wir es eigentlich erhofft haben. Aber schwamm drüber. Die Plätze, die wir bauen wollen, auch diese Rasenplätze, sind Kunstrasenplätze, sind für alle da, für alle Vereine. Und da können auch die dänischen Vereine gerne mit dabei sein. Also ich freue mich, dass wir jetzt so weit gekommen sind. Und ich denke, als Motto, wir werden dem Haushalt zustimmen, wir werden Verantwortung übernehmen und ich bitte auch die anderen Fraktionen, endlich mal Verantwortung zu übernehmen und nicht nur immer sagen, nein, wir lehnen es ab, dann kann man hinterher sagen, ja, wir haben es ja nicht verantwortet. Ich stimme gerne zu. Danke. Danke schön, Dr. Dehauer, die Fraktion. Ich war ein Entschuldigung, Frau Stadtpräsidentin. Verbitterung? Nee, ganz und gar nicht. Aber Mitgefühl mit den anderen Menschen, die unter ihrer Politik leiden müssen. Schlicht und ergreifend. Und ja, da bin ich durchaus auch sauer und emotional dabei. Aber Verbitterung? Nö, ganz und gar nicht. Ich könnte mich nämlich tatsächlich in die Hängematte zurücklegen. Ich bin Angestellter beim Land, habe einen sicheren Job, gutes Einkommen. Ich könnte es mir ganz gemütlich machen, müsste mich überhaupt nicht rumschlagen. Aber die Leute sind mir nicht egal. Die Menschen in dieser Stadt sind mir nicht egal. Darum stehe ich hier. Und ich rede nicht nur von ihnen, sondern ich gucke auch, was hat mein Tun für Konsequenzen. Und das blenden sie permanent aus. Sie gehen dann hin und bringen denen eine Torte. Und auf der anderen Seite müssen sie jeden Monat 10 Euro mehr bezahlen für ihre Miete. Das ist für mich schizophren, schlicht ergreifend. Oder einfach nur verlogen gegenüber den Menschen. Sozial ist es jedenfalls nicht. Und da bin ich überhaupt nicht verbittert. Ja, ne? Ja, ich reg mich nur für die anderen auf. Ja, auch das ist die Funktion. Wir vertreten hier die Menschen dieser Stadt.
Wenn die selbst hier nicht zu Wort kommen, dann bin ich halt das Sprachrohr. Und viele Menschen in der Stadt sind verbittert und sauer und empört. Dann spreche ich halt für die. Die Linke ist ja nicht da, also mache ich das heute. Und Herr Matz, ich kann verstehen, dass die Komplexität meines Denkens zuweilen schwer nachvollziehbar ist. Ich verlauf mich da manchmal auch. Aber in diesem Fall kann ich Sie aufklären. Das mit den Zinsen habe ich angeführt, um aufzuzeigen, dass Ihre Perspektive auf den Haushalt einfach Schönmalerei ist. Nicht als Begründung, warum wir den Haushalt ablehnen. Und ich bin nach wie vor der Auffassung, dass, na mittlerweile steigt die Summe, ein Konjunkturpaket von 200 Millionen, Herr Jeromin sagte 250 Millionen, der richtige Weg wäre. Aus volkswirtschaftlicher Sicht schaffen wir dann nämlich Werte, die beim Crash des Wirtschaftssystems bestehen bleiben, während wir die Schulden dann verlieren. Deswegen ist es volkswirtschaftlich betrachtet überhaupt kein Problem, in die Schulden reinzugehen. Da bin ich ganz klar auf einer anderen Linie. Aber wenn ich natürlich BWL und VWL verwechsel, dann läuft das halt in andere Richtungen. Dann haben wir halt nicht alles saniert und in einem guten Wertzustand. Und das ist der Grund, warum ich es ablehne, ja? Weil wir da nicht aggressiv und innovativ genug in die Zukunft denken, sondern in diesen Schablonen althergebrachte Wirtschaftspolitik stecken bleiben. Liebe Frau Oberbürgermeisterin, keineswegs will ich die Qualität oder die Arbeit der Erzieherinnen in den Einrichtungen schlecht reden. Das habe ich letztes Jahr auch nicht getan. Ich habe ausführlich dargelegt, dass Kindertagesstätten Kindern gut tun. Ja, habe ich ganz klar dargelegt. Aber die Logik, nein, das ist auch nach wie vor gültig. Aber die Kindertagesstätten tun aus vielen Faktoren gut, weil sie rhythmisieren, weil die Kinder Peergroups haben und das Erzieherinnen sind keine Peergroup und. Da kommen eine ganze Reihe an Einflussfaktoren dazu, die den Kindern gut tun. Das Ganze zu reduzieren, einzig und allein auf die Beschäftigtenzahl, auf die Betreuungsquote, das ist das, was ich kritisiere, wo ich sage, das funktioniert nicht. Einfach zu sagen, mehr Erzieher, eine halbe Stelle, eine Stelle pro Gruppe, das macht dann am Kind wie viele Minuten pro Tag aus und damit steigt sofort die Qualität. Das ist eine lineare Logik, die so nicht funktioniert. Und Herr Brüggemann, Sie sagen, Sie haben die Schuleingangsuntersuchung und damit können Sie ja evaluieren. Sie können aber nur die Wirksamkeit der mehr Stellen evaluieren, wenn Sie alle anderen Einflussvariablen auch rausmessen und tatsächlich nachweisen können, dass es an den Personalaufstockungen liegt, dass die Qualität bzw. die Schuleingangsergebnisse besser geworden sind. Nur feststellen, dass die Ergebnisse besser werden, dann zu sagen, ja, das liegt an unserer Initiative, ist keine Evaluation. Und deswegen sage ich, dauert das seine Zeit und ist das aufwendig. Und in dem Fall weiß ich, wovon ich rede. Ja, das ist dann wieder politische Schönfärberei und Augenwäscherei, um nachträglich sein Gewissen reinzureden. Aber seriöse Politik ist das nicht. Herr Richard, FDP-Fraktion. Frau Stadtpräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sehr geehrte Flensburger, ja, Herr Kort, das war ja mal wieder ein starker Auftritt von Ihnen mit markigen Worten. Leider entspricht der Inhalt von dem, was Sie so von sich geben, dann nicht mit dem, was Sie danach sagen. Dann schwurbeln Sie irgendwas vor sich hin und widerlegen sich selbst. Wenn es tatsächlich so ist, und es ist so, dass der Betrieb von Ferienwohnungen in reinen Wohngebieten nicht zulässig ist, wozu brauchen wir da noch eine neue Satzung? Also sehe nicht nur ich nicht ein, das sieht überhaupt keiner ein. Wenn es schon einen rechtlichen Rahmen gibt, braucht man nicht noch eine zusätzliche Satzung. Und Herr Thomsen, jedes Jahr kündigen Sie uns wieder an, eigentlich wollte ich doch nichts sagen. Belassen Sie es doch mal dabei. Die Studie von G.com, die Sie anführen, da müssen Sie sich auch mal mit beschäftigen, bevor Sie die hier einbringen. Ne, wenn Sie nur immer die Dinge umsetzen und nur immer die Dinge sagen, die Ihnen gerade in den Kram passt, dann mag das vielleicht ideologisch richtig sein, aber es ist ja nicht die Wahrheit. Sie lassen essentielle Teile von diesem G-Punkt-Konzept doch einfach nicht nur weg, sondern das, was wir hier schon haben, das bauen Sie doch zurück. Zum Beispiel die abgetrennten Fahrradwege, ne, zum Beispiel Bushaltestellen, die sich von der normalen Fahrbahn abgetrennt sind. Und wenn Sie immer nur die Hälfte sagen und die andere Hälfte weglassen, dann bezeichnen Sie das bitte nicht als ehrliche Politik. Und noch ein letztes Wort zum Verantwortung übernehmen. Wenn wir mitarbeiten in einem Arbeitskreis über 20 Monate, wo man im Nachhinein erkennt, dass die Ergebnisse von vornherein feststehen und das, worum man so die ganze Zeit gearbeitet hat, vielleicht das Feigenblatt ist, um das man sich dann dreht, dann hat das nichts mit Verantwortung übernehmen zu tun, dann ist das Hinterzimmergemauschel und da kann man uns dann nicht vorwerfen, dass wir da nicht mitmachen.
Danke schön, Frau Döring. Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Stadtpräsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin nun seit einem Jahr und ein bisschen in der Ratsversammlung. Ich finde die Redebeiträge von Dr. De Wagner sehr, sehr unterhaltsam. Er meinte, dass die komplexe Logik man nicht immer nachvollziehen kann. Deswegen habe ich das Ganze auf zwei Bildchen quasi zusammengefasst. Das Bildchen unten ist dafür bekannt, so kann man sogenannte falsche Prämissen, die Herr De Wagner sie immer wieder hier aufstellt, einfach erklären. Das heißt, wenn die Prämisse A falsch ist, dann die Schlussfolgerung kann so brillant sein, wie sie ist. Das haben wir immer wieder gesehen, aber die These B folgt nicht daraus. Das ist die S. Das Zweite, ich habe ganz viele Gemeinsamkeiten mit Dr. De Wagner festgestellt. Wir sind beide in die Politik gekommen, um hier was zu bewirken. Wir sind beide bei Land angestellt und sollten eigentlich uns um unsere Zukunft nicht, also keine Sorgen machen. Ne? Die Kita-Qualität-Offensive betrifft mich nicht mehr, weil meine Kinder schon mal seit langem aus dem Kindertageshalter raus. Aber da sind wir beim zweiten Bild. Dieser Qualitätsausbau in die Kita ist nun mal eine Funktion von mehreren Faktoren und unter anderem dieser Personalschlüssel und nicht nur mehr Aufpasser im Kindergarten, sondern heilpädagogische Kräfte, die an jede einzelne Kind dann rankommen können und rechtzeitig bestimmte Sachen feststellen und auch korrigieren, die man mit diesen 10 Euro pro Monat pro Familie in 5 Jahren nicht mehr reden kann, das ist wichtig. Das heißt, aus der Tabelle 3x3 lassen wir nur Funktion. Und diese Evaluation und Beobachtung, ob das funktioniert oder nicht, das ist in unseren Hand, das ist diese Funktion, was Dr. Dürgen angesprochen hat. Weil wir nicht nur Personal ausbauen, wir sorgen dafür, dass unsere Gleichung auch funktioniert. Aber ansonsten finde ich, naja, Sie sagten eigentlich, dass Ihr Beitrag nicht zur Sache tut. Na? Ich finde schon, weil Sie haben so viel Energie von einer Ratsversammlung zur anderen Versammlung hier gezeigt und bewiesen. Und mir geht es darum, wahrscheinlich in der Kommunalpolitik, man macht das oder man beschäftigt sich mit bestimmten Sachen, damit das tatsächlich den Menschen hier vor Ort zugutekommt. Dass man mit gutem Gewissen zum Bäcker gehen kann und sich nicht schämt. Wir haben alle Fraktionen parteiübergreifend beim Neujahrsempfang Menschen erklärt, warum und weshalb, warum dieser Kompromiss. Frau Kittel-Wegner sagte, dass ein ehemaliger IHK-Mitglied mit nächsten Generationen seiner Familie das abgeklärt hat. SPD-Kollege hat das Gleiche gesagt. Wir haben das Gleiche gesagt. Natürlich, wir als Grüne hätten wir anderer Kompromiss. Aber das kommt nun mal allen zuguten. Und in Afrika gibt es so ein Sprichwort. Um ein Kind groß zu ziehen, benötigt man Unterstützung des ganzen Dorfes. Und ich möchte, dass die Kinder, die jünger als meine sind, oder die Frauen, die später ins Beruf einsteigen, dass sie das auch gut haben. Dass wir alle hier vor Ort was für Menschen machen. Und dass wir erklären, warum die Koalitionen oder Parteien Kompromisse schließen und wie kommt das den Menschen zugute. Sie haben brillante Ideen und Darstellungsqualitäten. Wie wäre es, dass wir auch qualitativ das den Menschen zugute bringen können? Dankeschön. Frau Kittel-Wegner, die Grüne, Bündnis 90, die Grünen. Ja, vielen Dank. Da kann ich gleich anschließen, wenn wir über Kita-Qualität reden und über diese komische Arbeitsgruppe, die sich diese Personalschlüssel ausgedacht hat. Ja, das ist eine Fachplanungsgruppe, die nicht nur gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern die jahrelang darüber nachgedacht hat, was brauchen wir, um tatsächlich qualitativ bessere Kita machen zu können.
Da ist eine ganze Liste entstanden und es ist selbstverständlich nicht nur ein höherer Personalschlüssel. Die haben also sich nicht einfach gemacht und gesagt, wir brauchen mehr Leute und dann ist doch alles easy, weil dann können wir alle in der Küche sitzen und Kaffee trinken. Das sind hochqualifizierte Pädagoginnen und Pädagogen, die wirklich gesagt haben, wie sind die Prioritäten? Das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir mehr Personal brauchen, weil wir viel zu oft in Kitas Gruppen zusammenstopfen müssen, weil uns Erzieherinnen und Erzieher fehlen, wo in wirklich Großgruppen Notfall betreut wird, wo Weiterbildung nicht mehr möglich ist, wo Verwaltung gefordert wird, am Rande erledigt wird, wo Elterngespräche nicht stattfinden können. Und da so lapidar drüber hinwegzugehen, finde ich schon sehr dreist und ich finde es auch übel gegenüber allen Trägern, Erzieherinnen, Erziehern, die sich da eingebracht haben. Es gibt viel mehr Punkte. Mitbeschlossen haben wir das Angebot der Heilpädagogen. Heilpädagogen, hat Frau Döring gerade auch gesagt. Mitbeschlossen haben wir oder direkt vorher beschlossen haben wir die Randzeitenbetreuung, die für viele Kitas ein Problem ist, wo eben auch eine Betreuung nicht möglich war. Es sind ganz viele kleine Punkte. Manche kosten viel Geld und die haben wir hier mitbeschlossen. Das ist zum Beispiel die Erhöhung des Personalschlüssels, aber zu sagen, die wollen einfach nur mehr Geld und da haben irgendwelche ehrenamtlichen Hobbypädagogen was gesagt und evaluieren nicht mal. Auch das gehört zu den wesentlichen Bestandteilen, dass natürlich evaluiert wird. Deshalb ist es schon ganz schön oberflächlich und man könnte auch konstruktive Beiträge bringen und nicht so über die Leute herfallen. Dankeschön. Herr Kurt, SPD-Fraktion. Ich gehe davon aus, dass es gleich eine Pause gibt. Insofern nur noch einmal, Herr Richard, ich gebe es ja nicht auf, dass Sie Planungsthemen auch irgendwie verstehen. Und vielleicht sollten wir mal versuchen, außerhalb der Ratsversammlung da an Ihrem Wissensstand zu arbeiten. Bei den Bushaltestellen. Es ist in Flensburg in den 3 Jahren, in denen ich Ausschussvorsitzender bin, glaube ich kann es nicht sicher sagen, keine einzige Bushaltestelle so verändert worden, dass sie Verkehr blockiert. Wir haben dort, wo Bushaltestellen an Straßen, die 2 Spuren in eine Richtung haben, haben wir Busbuchten aufgehoben und die Kante, die Fahrbahnkante, den Bahnsteig oder wie auch immer dahin geholt. Zum Beispiel aktuell vor der Willi-Weber-Schule. Da sind 2 Fahrstreifen Richtung Osten und die Bushaltestelle war eine Bucht. Ein Bus mit 4 Türen hatte immer wieder Probleme, alle 4 Türen an den Kannstein zu kriegen, weil die Busbucht zu kurz war. Und gleichzeitig war die Fläche für die Kinder, die auf ihren Bus gewartet haben, viel zu klein. Es gab dort ständig Situationen, dass Kinder, die an den anderen vorbei wollten, über die Busbucht gelaufen sind. Und so ist es an allen Stellen, wo wir Busbuchten an die Straße gezogen haben. Sie blockieren nicht den Verkehr, wie früher nach dem Rödig-Modell, sondern es ist weiterhin möglich, über die 2. in die gleiche Richtung führende Spur zu fahren. Und wir machen das nicht, weil das Spaß macht oder weil wir Geld verbrennen wollen oder weil wir Kinder schützen wollen, sondern wir setzen eine EU-Richtlinie um, nach der wir alle Bushaltestellen bis 2020, 2025 so herstellen müssen, barrierefrei, nach dem Zwei-Sinne-Prinzip gestaltet. Das müssen wir tun. Das schaffen wir sowieso nicht. Aber wir wollen uns doch wenigstens auf den Weg machen, einen vernünftigen Anteil in jedem Jahr umzusetzen, um diesem Ziel näher zu kommen. Dankeschön.